Enno oder auch Elektronetz Niedersachsen-Ost genannt. Die zwei darin enthaltenen Regionalexpresslinien verbinden Wolfsburg mit der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover sowie mit Braunschweig und Hildesheim. Im Stundentakt pendeln zum einen der RE30 von Hannover über Lehrte und Gifhorn nach Wolfsburg und zum anderen der RE50 von Wolfsburg über Braunschweig nach Hildesheim. Die Züge halten mit Ausnahme der S-Bahn-Stationen an allen Unterwegsbahnhöfen. Von Montag bis Freitag verkehrt der RE30 frühmorgens von Wolfsburg nach Hannover zweimal pro Stunde. In der Gegenrichtung, also von Hannover nach Wolfsburg, fahren die Verstärkerzüge am Freitag von 13 bis 15 Uhr und von Montag bis Donnerstag von 16 bis 18 Uhr. Auf dem RE50 gibt es für Berufspendler von Montag bis Freitag morgens und nachmittags zwischen Braunschweig und Wolfsburg ebenfalls Verstärkerzüge, die das Angebot zu einem 30-Minuten-Takt in beiden Richtungen jeweils ergänzen. Mit dem Enno ist Wolfsburg von Braunschweig 19 Minuten Fahrzeit entfernt, von Hildesheim 48 Minuten und von Hannover knapp eine Stunde. Den Enno gibt es seit 13. Dezember 2015. Es handelt sich dabei um eine Marke der Metronom Eisenbahngesellschaft. Die Fahrzeuge werden vom Zweckverband Großraum Braunschweig Metronom zur Verfügung gestellt. Es handelt sich dabei um 24 Triebzüge der Baureihe 1440, die sich in Graphitgrau mit verkehrspurpurfarbenen Streifen präsentieren. Die Instandhaltung der Flotte wird vom Hersteller Alstom in Braunschweig durchgeführt. Ein Triebzug der Baureihe 1440 bietet 223 Sitzplätze in der zweiten Klasse und 12 in der ersten Klasse. In den Endwagen, die Richtung Hildesheim bzw. Hannover führend sind, ist der erste Klassebereich anzutreffen. Im Mittelwagen dahinter gibt es ein großes behindertengerechtes WC, eine Rollstuhlrampe und Rollstuhlstellplätze. Der daran angrenzende Wagen bietet ein großes Mehrzweckabteil für Fahrräder und Kinderwagen. Im letzten Wagen gibt es ausschließlich Zweiersitzreihen und Vierersitzgruppen. Diese Sitzplätze können von Stammpendlern reserviert werden. Gleiches gilt für den Erste-Klasse-Bereich. Die einzelnen Bereiche sind durch große Piktogramme neben den Türen gekennzeichnet. Außerdem gibt es im Enno WLAN, Steckdosen und eine Videoüberwachung. Die RE30-Züge verkehren häufig in Doppeltraktion. Die RE50-Züge hingegen fahren meist nur im Berufsverkehr doppelteilig und ansonsten häufig nur in Einzeltraktion. Damit bin ich mit meiner kompakten Vorstellung des Ennos am Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen.